Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es mir jetzt gerade in Haleys Zimmer hier gemütlich gemacht. Ich habe mich hier auf ihren Teppich geschmissen und ich sage es euch, Leute, ihr könnt euch nicht mal ansatzweise vorstellen, wie es hier vor und neben mir aussieht. Denn ich war shoppen bei DM. Es sind noch zwei, drei Kleinigkeiten von Rossmann mit dabei, die habe ich einfach dazugestellt. Und das Verrückteste, es klingt nicht nur verrückt, es ist verrückt. Ich war vor, ich glaube, knapp 3 Wochen bei DM. So lange liegt es schon bei uns hier im Ankleidezimmer. Ralf kriegt schon die Motten, weil er sagt, jetzt dreh doch dieses Video endlich und zeig, was du geshoppt hast. Aber es hat sich einfach nie so richtig der Zeitpunkt ergeben. Ihr wisst es ja, Motte war krank, Ralf war krank, ich war krank. Denn hier ein Termin, da was vor und so weiter. Manchmal sind selbst 20, 30 Minuten einfach zu wenig Zeit, die man hat. Aber heute ist die Gunst der Stunde. Es ist Sonntag, das heißt, dieses Video wird heute Abend ganz frisch für euch online gehen. Ralf ist mit Motte gerade draußen spielen. Wir haben nämlich endlich mal richtig mildes Wetter. Heute ist auch Chill-Modus angesagt. Ich habe hier, guckt es euch an, einen riesen Wäschekorb voll. Und auch hier musste ich schon alles vor mir aufbauen, weil ich einfach keinen Platz mehr im Körbchen gehabt habe. Im Körbchen. Holt euch einen Kaffee, holt euch einen Tee. Ich kann mir vorstellen, das dauert jetzt eine kleine Weile. Ich werde auch hier nicht irgendwie chronologisch irgendwie was sortiert euch zeigen. Einfach wirrwarr, schnapp ich mir was. Und ich hoffe, ihr freut euch, genießt es, lehnt euch zurück und los geht's. Bevor ich euch die Sachen aber im riesengroßen Wäschekorb zeige, werde ich, glaube ich, doch damit anfangen und nicht hier vorne durchboxen. Dann kann ich das schon mal zur Seite stellen und habe hier ein bisschen mehr Beinfreiheit. Wir haben gekauft, Ostern steht ja vor der Tür, mal mit mir das geniale Mahlgerät für gekochte und ausgeblasene Eier. Das heißt, man kann die Eier hier super schön eindrehen und das Gerät hält dann die Eier. Ich weiß jetzt nicht, ob die Farbe da schon mit drin ist, aber das ist natürlich für Puschelchen genial. Gerade für die kleineren Kinder mit dem Anfassen, dann trocknet das nicht und so weiter. Fand Ralf super cool, hat er in den Wagen gepackt und das heißt, wir können heute Nachmittag so richtig schön loslegen. Die Verpackung ist mittlerweile spurlos verschwunden, aber das ist ja jetzt auch nicht so wild. Aber die beiden haben sich noch zum Ostereiermalen von Heidmann Ostereier-Malstifte ausgesucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste noch nicht einmal, dass es so etwas gibt. Also ich kenne die ganz normal typischen Farbdrops, aber das ist so richtig Stifte für Ostereier gibt, das wusste ich nicht. Die sind auf jeden Fall einmal mitgekommen. Man kann sie aber auch danach normal für Papier weiter benutzen. Es ist wirklich traurig, aber wahr, wir Frauen haben einfach zu wenig Dekomaterial. Und deswegen musste ich auch unbedingt nochmal 2 Tütchen Plastikeier mitnehmen. Einmal in Rosé und einmal in so lila Flieder für den Innenbereich. Es ist ja nicht so, dass wir zig Plastikeier zu Hause haben und eigentlich schon alles dekoriert haben, was wir an Platz an Sträuchern haben. Aber ihr kennt es, Frauen, ne? Es musste einfach mit. Es hat mich angesprochen. Deswegen ist es auch noch ordnungsgemäß verpackt, weil wir ja noch so viel übrig haben zum Dekorieren. Nein, Spaß. Fürs Wohnzimmer ist das wirklich super toll geeignet. Ich muss jetzt auch gerade wirklich wieder selber über mich lachen, wenn ich sehe, was ich eingekauft habe. Denn ich bin nicht nur Dekosachen verfallen, sondern auch Plastiktellern. Es ist egal, wo, ob Rossmann, ob Ikea, ob eben DM. Ich weiß nicht, wie viele Teller und Schüsselchen und Besteck ich schon für Motte gekauft habe. Das ist wie so eine kleine Sucht mit den Kerzen. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Und diesmal kam dieser Teller mit dem Motiv, dem Vögelchen und den Herzen und einmal der mit dem Koala-Bärchen. Bitte, liebe Mamis da draußen, schreibt mir, dass es euch da bitte genauso geht. Dann ist mal wieder ein Standardeinkauf mitgekommen, nämlich Zahnbürsten. Und da kaufen wir grundsätzlich immer die von Dr. Best und auch immer die weichen. Ralf bekommt immer dunkelblau und ich pink. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch ist. Also ist euch das vollkommen Wurst und ihr nehmt irgendwie willkürlich irgendwelche Farben? Bei uns muss es immer dunkelblau und pink sein, schon eh und je. Und es macht mich immer ganz nervös, wenn es die Farben gerade aktuell nicht gibt. Und für Motte gibt es die Signal, hat sie sich ausgesucht, eine Milchzahnzahnbürste von 1 bis 6 in pink und diesen kleinen Saugnapf, weil sie findet das ganz klasse, damit immer überall an die Fliesen zu ditchen oder an den Badewannenrand. Wenn wir schon bei den Zahnbürsten sind, ist auch unsere derzeit Lieblingszahnpasta mitgekommen und zwar die von La Calute Aktiv Medizinische Zahncreme. Das ist für mich mitunter die schlechteste, unattraktivste Verpackung von einer Zahnpasta, die ich je gesehen habe. Aber ich finde sie ultra gut und ich glaube, wir haben die jetzt schon gefühlt über ein halbes Jahr. Schützt vor Zahnfleischbluten und Parodontose, strafft das Zahnfleisch spürbar. Super schön vom Geschmack, also schön erfrischend. Ich sage ja super langweilig, weil ich bin ja eigentlich total das Verpackungsopfer, aber es wirkt. Wenn ich mich morgen
morgens und abends wasche, mache ich grundsätzlich meine Haare aus dem Gesicht, damit die halt nicht so nass werden. Und ich bin nicht der Stirnbandträger-Typ, sondern ich bin Team Haarreif. Und das findet Hailey richtig interessant und setzt meinen dann auch immer auf. Und deswegen durfte sie sich bei DM auch einen aussuchen. Und sie hat sich für diesen hier mit den Rosen entschieden. Ich glaube, das konntet ihr sogar in dem Live-DM-Haul-Vlog sehen. Auf jeden Fall freue ich mich schon, ihr den jetzt endlich überreichen zu können. Denn wie gesagt, es lag ja hier schon einige Tage rum. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie den auch so wirklich aufsetzt oder ob es einfach nur interessant ist, wenn Mama ihn auf dem Kopf hat. Hailey ist ja so eine richtig kleine Badenixe. Da hat sie sich nochmal zwei Schwämme ausgesucht. Einmal diese Blume hier und ein kleines pinkes Einhorn. Das heißt, wenn sie das mit ins Wasser macht, dann wird das ja so ein richtig normaler, großer Badeschwamm. Das findet sie immer ganz toll und macht immer die Badewanne sauber. Also das sind dann zwei Fliegen mit einer Klatsche. Das Kind ist sauber und die Badewanne. Viele von euch wissen ja, dass Hailey extremst empfindliche Haut hat. Deswegen ist es für mich immer wirklich sehr, sehr schwierig, ein richtig schönes Schaumbad zu finden, dass die Kleine auch schön planschen kann. Denn ich meine, welches Kind mag keinen Schaum im Wasser? Und das muss dann natürlich auch parfümfrei sein. Das muss wirklich pflegend sein und nicht irgendwie so ein Schickimicki-Inhalt. Ich weiß, es gibt da so viel verführerische Sachen in Pink und Blau und mit sonstigen Klimbim. Aber bei Haileys Haut ist das halt immer so eine Sache. Und ich habe jetzt gefunden von Baby Love Sensitive Pflegebad Olivenblattextrakt, parfümfrei zur besonderen sanften Reinigung. Davon mache ich wirklich immer einen richtig guten Schuss rein. Das schäumt mega gut. Ich finde, das ist auch relativ geruchsneutral. Ich freue mich, dass ich was gefunden habe. Ich werde das nämlich immer wieder jetzt nachkaufen, weil sie eben jetzt eine richtig fette Schaumparty machen kann. Und für den Preis ist es natürlich auch unschlagbar. Und ich habe einmal von Alverde Naturkosmetik Baby Waschlotion und Shampoo Kopf bis Fuß mitgenommen mit Bio Shea Butter und Bio Kamille. Normalerweise nehme ich immer das von Isana, das ist auch extra für Neurodermitis neigende Haut, das ist mit diesem kleinen Pinguin vorne drauf, aber ich habe halt gedacht, dadurch, dass ich natürlich in unserem neuen DM viel öfter jetzt sein werde, kann ich ja mal gucken, ob ich etwas Vergleichbares finde, dass ich eben auch da mal ihr Duschgel kaufen kann. Habe ich noch nicht benutzt, kann ich noch nicht zu sagen. Ralf und ich haben das jetzt schon mehrfach gehabt, wenn wir unterwegs gewesen sind und Hailey dann noch wickeln mussten, dass es uns irgendwie immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist eben alles nicht gepflegt, wenn man unterwegs ist. Ob es irgendwo in Restaurants ist, in irgendwelchen Einkaufszentren. Die Leute denken ja, sie sind nicht zu Hause und können dann da rumschmieren und rumsauen, wie sie lustig sind. Und deswegen haben wir schon so oft immer gesagt, wir müssen mal dran denken, wieder die ganz normalen Standard-Wickelunterlagen zu kaufen, weil wir haben so eine Wickeltasche, aber das ist eigentlich ja mehr so für Säuglinge, deswegen ist sie halt auch nur so klein und ich mag das einfach nicht, denn das Kind einfach so auf diesen Wickeltisch dazu legen. Oh, da klappen sich die Fußnägel hoch. Und deswegen sind die auf jeden Fall wieder einmal mitgekommen. Und ich habe die jetzt immer wieder bei mir in der Handtasche, damit ich das riesengroße Papierchen hier einmal ausfalten kann und mir sicher sein kann, dass Motte denn auch nur da drauf liegt. Dann sind einmal mitgekommen Windelslips, auch von Baby Love. Jetzt werden viele bestimmt denken, die uns schon ganz lange kennen, hä, ihr seid doch voll die Pampers Originalfans. Sind wir auch. Aber wir mussten uns umorientieren, denn Hailey hat mittlerweile die Größe 6XXL, was die DM-Eigenmarke angeht. Ich habe auch hier einmal gekauft von Rossmann als Vergleich. Das ist die Größe XL und bei Pampers Original ist es eigentlich 6+. Und die gibt es halt nicht. Regelmäßig. Egal, wann ich einkaufe, 6+ ist eigentlich immer vergriffen und es sind voll wenig immer drin und da habe ich gedacht, das ist mir viel zu anstrengend. Ich kann ja jetzt nicht 1000 Drogeriemärkte abklappern, nur um die richtige Größe zu finden. Und deswegen haben wir rumexperimentiert. Also die von Rossmann, die Baby Dream Marke, das ist nicht so unseres, brauchen wir jetzt natürlich auch auf. Die von Lidl haben wir ausprobiert, aber die riechen alle so extrem chemisch, finde ich. Am allerbesten funktionieren wirklich diese hier. Deswegen sind das jetzt hier unsere Favoriten und auch im Dauergebrauch. Wir haben davon, glaube ich, 4 oder 5 Pakete gekauft. Und auch ausschließlich nur noch Slips, weil Hailey kann fantastisch schon auf die große Mama-Papa-Toilette gehen, also mit diesen Kinderaufsitzen. Und mit den Slips ist es einfacher, einmal runterziehen, anstatt das immer alles aufzukleben und das Kind hinlegen und so weiter. Das dauert ja so viel an Zeit. Das Einzige, was Hailey vom Toilettengang her noch nicht macht, ist das große Geschäft. Das kann sie irgendwie noch nicht so richtig vereinbaren, glaube ich, mit ihrem Gehirn. Das muss immer noch in der Pampi sein, aber da machen wir uns auch keinen Stress. Dann habe ich gekauft, Mädels. Jetzt geht es, glaube ich, an die Putzsachen. Viele Putzsachen gefühlt. Einmal unseren heiß geliebten Allzweckreiniger von Sacrotan. Der ist immer bei uns im Haus. Das ist unsere Nummer 1 für den Fußboden. Wir haben ja den Philips Wischsauger. Da machen wir immer eine kleine Kappe mit rein. Und das ganze Haus riecht danach. Also ich finde diese reine, frische
wie sagt man so schön, frisch gewaschene Wäsche. Ich liebe das einfach und deswegen kommt er immer wieder mit. Es ist so ein All-Time-Favorite. Dann habe ich mich in ein neues Produkt verliebt. Und zwar von der Eigenmarke von DM, Denk mit. Und zwar ist das ein Badreiniger. Da haben wir normalerweise auch immer den, glaube ich, von Sacrotan benutzt. Und ich sage es euch, ich war immer sehr, sehr zufrieden und hatte auch immer ein sehr gutes Gefühl. Aber ich habe gedacht, ich probiere mal was Neues, denn mit frische Duft, ich und Düfte, das ist auch so eine magische Anziehungskraft. Aber hier unten steht ganz klein, empfohlen von Hans Grohe. Und ich glaube, Hans Grohe ist auch ein Begriff, gerade was so Armaturen angeht. Da habe ich gedacht, wenn das da schon draufsteht, dann muss es ja was heißen. Und ich sag's euch, Leute, ich habe einen neuen Favoriten fürs Badezimmer gefunden. Das Ding ist so genial. Also ich sprühe das ein, lasse es kurz einwirken, gehe mit dem Tuch rüber und es strahlt. Also das hat nicht mal Sacrotan geschafft. Es strahlt, es blitzt. Und ich mag auch den Duft. Also das ist fantastisch. Für den Preis kann man da einfach nichts sagen. Mädels, ich glaube, es wird wirklich mal Zeit, dass ich wieder ein Haushaltsfavoriten-Video drehe. Ihr könnt ja gerne mal hier oben abstimmen, ob ihr darauf Bock habt. Denn auch das ist neu eingezogen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, voll viele Sachen, gerade was Haushalt angeht, wurde irgendwie ersetzt. Oder ich habe neue Sachen mal ausprobiert, obwohl ich mehr so ein Standardliebhaber bin. Aber dieses geile Waschmittel. Es ist wirklich geil. Ich kann es nicht anders beschreiben. Von Coral hat es uns angetan. Und wer schon so lange verfolgt weiß, Jahre waren wir jetzt wieder Fan von Lenore. Und das hat uns einfach immer gepackt. Und ich war nur ein Lenore-Liebhaber. Aber das, hallo, wisst ihr, wie geil das riecht? Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben es jetzt einmal für Buntwäsche, für Weißwäsche und für schwarze Wäsche. Das ist jetzt aber gerade aktuell im Gebrauch. Deswegen habe ich das jetzt nicht extra hier noch hochgeholt. Das riecht so genial. Ich wäre da nie drauf gekommen. Wir waren bei Lidl den einen Tag einkaufen. Ich wusste, wir brauchen unbedingt Waschmittel. Und ich hatte keinen Bock noch zu Rossmann zu rennen. Und dann habe ich das mitgenommen. Und ich habe die Waschmaschine aufgemacht und habe gedacht, bam, bam, bam. Was riecht das hier so geil? Das riecht so, so lang. Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, weil wir benutzen ja keinen Weichspüler. Schon wirklich, ich glaube, ja, Jahre wäre jetzt übertrieben, aber schon sehr, sehr lange nicht mehr. Deswegen absoluter neuer Fan. Wer mich kennt, der weiß, ich benutze ausschließlich von Frosch den Grapefruit Fettentferner. Ich liebe diesen Duft. Ich habe ihn mir bis heute noch nicht übergerochen. Das gibt es ja leider auch oft, dass man dann irgendwelche Dinge nicht mehr riechen oder sehen kann. Aber hier mein Fettentferner, mein All-Time-Favorite, ist auch mitgekommen. Achtung, ihr müsst euch jetzt wirklich festhalten. Es wird ultimativ spannend. Einmal Kloreiniger, weil ich möchte jetzt nicht, dass ihr von den Stühlen fliegt. Vor Aufregung. Große Wirkung, kleiner Preis. Ich glaube, ich habe mich aber vergriffen. Ich wollte eigentlich die WC-Ente kaufen, denn das ist mein Standard geworden und ich liebe die WC-Ente. Jetzt sehe ich aber, dass es sowas Ähnliches geworden ist. Probiere ich dann einfach mal aus. Was soll man dazu noch groß sagen, ne? Kloreiniger. Taschentücher in unserer Krankheitsphase sind auch mitgekommen von Kleenex Balsam. Ganz, ganz wichtig, Balsam. Gerade auch für Motte, die hasst das ja ab. Grundtief die Nase zu putzen. Die beherrscht das schon sehr, sehr lange, gerade auch in dem Alter, wo Kinder noch nicht so richtig schnäumen können, konnte Hayley wirklich schon die Nase frei pusten. Aber es müssen dann auch wirklich immer welche sein, weil wenn man das, man kennt es ja, wenn man tausendmal am Tag die Nase putzen muss, dann wird das wund, das tut weh. Jeder kennt es und deswegen Balsam läuft bei uns am läuft bei uns am besten. Wird auch immer und immer wieder nachgekauft von Frosch die Handseife und am allerliebsten natürlich, wenn 50% gratis drin sind. Und Hayley benutzt diese ja von uns auch mit. Besonders für Kinder geeignet, steht auch drauf. Und ihr wisst ja, ich bin sowieso insgeheim so ein richtiger Froschfanatiker. Und deswegen kaufen wir auch immer diese Seife nach. Dann für die Mama ist auch was mitgekommen. Haltet euch fest, auch da könntet ihr mir wieder von den Stühlen kippen. Ach ja, super spannend. OBs. Ha, OBs. Schreibt mir mal in die Kommentare oder stimmt mal ab. Ich sage grundsätzlich zu Tampons immer OBs, egal welche Marke das ist. Aber ich habe jetzt hier die DM-Marke Yessa genommen. Funktioniert einwandfrei, kann ich sagen. Ich kann gerne nochmal eine Review über die Tampons abgeben, aber ich denke, das ist selbsterklärend. Gefühlt haben wir die Hälfte geschafft. Kamera-Akku war jetzt auch gerade leer, musste ich einmal austauschen. Dann, wie gesagt, Rossmann sind zwei, drei Kleinigkeiten mit dabei gewesen. Einmal die Feuchttücher und zwar extra Wensetüff. Da kaufen wir immer die. Ich glaube, die waren früher rosa, bin mir gerade nicht ganz sicher. Dann
absoluter Favorit von mir, von DM, ist meine Mundspülung. Habe ich euch auch schon, glaube ich, gefühlt tausendmal gezeigt. Brauche ich auch nichts mehr zu sagen. 5 in 1 Nana-Minze. Ich liebe dieses Zeug einfach abgöttisch. Ich bin super empfindlich geworden seit Hayleys Schwangerschaft und Listerine. Ich habe das Gefühl, das ballert mir alles im Mund weg. Deswegen kommt mir nur noch das hier ins Haus oder in den Mund, besser gesagt. Dann habe ich mir gekauft von BB ein neues Duschgel, beziehungsweise BB hat die Verpackung geändert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das praktisch oder unpraktisch finden soll. Kann natürlich auch sein, dass das schon wieder monatelang so ist, aber ich das jetzt erst gecheckt habe, dass sie eine neue Verpackung haben. Ich liebe den Geruch von BB schon immer. Ich habe jetzt hier für trockene Haut, das habe ich früher schon immer in der normalen anderen Verpackung gehabt. Brauche ich auch nicht weiter was zu sagen. Das ist auch ein Duft, den kann ich mir einfach nicht überriechen. Und ich habe mir nachgekauft, wie auch schon in meinem Favoritenvideo angekündigt, dass ich das definitiv tun werde, von TTZ Hallo Winterpflege. Durch und durch Fan. Die hatten, ich glaube, noch zwei, drei andere Duftrichtungen, aber die haben mich nicht überzeugt. Deswegen habe ich hierzu wieder gegriffen. Und ich sage es euch, Leute, ihr müsst mal dran schnuppern. Das ist so ein tolles Pflegegefühl. Also wirklich, ich finde das großartig. 24 Stunden Feuchtigkeit und ich als Eincreme-Vernachlässigerin finde das natürlich super praktisch, denn es pflegt sehr die Haut nach dem Duschen. Dann habe ich nochmal mitgenommen von Balea ein Duschöl. Das weiß ich, das hatte ich schon mal vor Jahren gefühlt. Duschöl für eine geschmeidige, intensiv gepflegte Haut, für trockene Haut. Gerade jetzt dieser Wetterumschwung von Winter zu Frühling, beziehungsweise wir haben irgendwie gefühlt durchgehend Winter, ist die Haut dann ja doch ein bisschen gereizt und auch durch diese ganze Heizungsluft und ich bin sowieso total genervt von diesem doofen Wetter. Ich finde den Geruch ganz angenehm und ich finde das was eine schöne Abwechslung in der Dusche. Dann habe ich mir wieder nachgekauft, auch wie gefühlt immer und nichts anderes mehr, von Garnier Micellenreinigungswasser All-in-One für trockene und empfindliche Haut. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, es gibt, meine ich, jetzt auch ein neues, was natürlich auch schon seit Jahren wieder gefühlt sein kann, aber das ist auch für wasserfestes Make-up. Ich meine, das hat eine orangene Verpackung. Da ich kein wasserfestes Make-up benutze, brauche ich das nicht, aber nur so als Tipp, falls ihr das noch nicht wusstet, weil ich mir bei euch keine Sorgen mache. Ihr werdet bestimmt immer wissen, was gerade ganz aktuell ist. Ich hänge da ja immer so ein bisschen hinterher. Ich habe mir einen neuen Rasierer gekauft und zwar von Venus, gründlich und seidenglatt. Ich muss dazu sagen, was so Rasierer angeht, bin ich auf Holzklopf gesegnet, was den Haarwuchs angeht, denn ich habe wirklich wenig oder sehr geringen Haarwuchs, wenn man das so sagen mag, und deswegen brauche ich da nichts Ultimatives. Ich muss nicht oft im Jahr ganz viele Klingen und so weiter kaufen, im Gegensatz zu Papa Bär, ne? Ralf, der hat da ja ganz andere Sorgen, der braucht immer das Beste vom Besten bei seinem ganzen Haargewachse da. Und deswegen habe ich mich diesmal für diesen hier entschieden, weil der andere, der war einfach auf. Den habe ich Jahre benutzt. Ich glaube, das war eine auch von Venus, aber ich habe gedacht, jetzt kann mal wieder was Neues her. Und hier sind, glaube ich, zwei Klingen drin. Da kann ich wieder ewig und drei Tage die Beinchen rasieren sozusagen. Mitgekommen sind dann hier nochmal von Denk mit die Farb- und Schmutzfangtücher. Ich liebe die und ich wusste gar nicht, dass es diese richtig große XL-Box gibt. Das rentiert sich natürlich viel, viel mehr. Deswegen werde ich die dauerhaft jetzt immer kaufen. Und einmal auch diese Wäsche-Weiß-Tücher mit der Power-Weiß-Formel. Gibt es auch, glaube ich, von Dr. Beckmann. Habe ich mal alternativ ausprobiert zum Vergleich. Ich finde, die nehmen sich da beide nichts. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Und ich bin schon so gepimpt in meinem Kopf. Ich mag keine Maschine mehr ohne eins dieser Tücher aufmachen. Und wisst ihr, was es jetzt auch gibt? Oder mittlerweile bestimmt schon gefühlt seit Jahren. Das gleiche auch für schwarze Wäsche. Das ist genial. Das ist wirklich genial. Jetzt fällt mir gerade auf, das habe ich vergessen zu kaufen. Da sind zwar voll wenig drin und gefühlt ist es auch teuer, aber ich habe sowieso voll selten Schwarzwäsche. Und deswegen lohnt sich der Kauf auf jeden Fall. Und es wird wirklich dunkler, die Wäsche. Das wird so richtig kräftig schwarz wieder. Müsst ihr mal drauf achten, falls ihr Interesse habt. Dann schwenke ich mal um auf was zu futtern. Und zwar habe ich wieder mein Dinkel-Vollkornmehl gekauft. Lidl hat das ja manchmal. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich da bin, ist es ausverkauft. Aber wir lieben ja unser Dinkel-Vollkornbrot selber zu backen. Und dafür brauchen wir dieses Mehl immer. Dann haben wir, Leute, was Neues für uns entdeckt. Für unser Müsli mit unserem Naturjoghurt. Und zwar von der Marke, ich glaube, das heißt einfach nur Bio aus biologischer Landwirtschaft. Bären Crunchies. Das sind die, die wir neu ausprobiert haben. Wir essen am allerliebsten, da gibt es 10.000 unterschiedliche, am liebsten Dinkel Crunchies. Leute, das müsst ihr mal probieren. Das ist so lecker und man wird richtig lange satt
Und es ist natürlich auch super gesund, weil es ist reines Dinkel-Vollkornmehl. Also nichts mit Weizen oder irgendeinem anderen Quatsch. Die sind sehr, sehr lecker. Die würden wir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Die haben uns jetzt nicht umgehauen. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst, denn wir haben die natürlich schon alle vernascht. Und deswegen müssen die wieder gleich nachgekauft werden. Dann habe ich einmal mitgenommen Apfelmark mit Banane. Das liebe ich auch in meinem Naturjoghurt, wenn ich ein bisschen Geschmack haben möchte. Und ich sage es euch, Leute, auch Motte, ne, die kann sich da auch reinlegen. Sie sagt zwar immer, sie mag das nicht, aber dann löffelt sie mir immer das Schälchen weg. Finde ich super lecker und es ist preisgünstiger als von Lidl. Die haben das nämlich jetzt auch. Dann habe ich Deo gekauft von Dove. Ich brauchte unbedingt ein neues. Ich habe jetzt monatelang das von Nivea genommen. Dieses ganz normale mit reiner Frische. Ne? Da sind wir wieder beim Frische-Duft. Aber ich habe das Gefühl, seit ich meine Menstruation bekommen habe und die Hormone sich so ein bisschen umgestellt haben, irgendwie funktioniert das nicht mehr so richtig. Und deswegen habe ich mich immer unwohl gefühlt und brauchte was Neues. Und vorher habe ich ja jahrelang immer den von Dove benutzt. Und ja, was soll ich sagen, ich bin enttäuscht, das war mir so ein Fehlkauf, denn es hat leider die totale negative Auswirkung gehabt, das juckt und brennt. Man merkt richtig quasi, wie die Achselkanäle verklebt werden und deswegen, ich habe das 2-3 Mal ausprobiert und konnte nicht mehr aufhören. Ralf hat immer schon gesagt, hast du Läuse? Ich war nur dabei, mir die Achselkatzen da zu kratzen und deswegen brauchte ich eine Alternative, bin dann nochmal los nach ein paar Tagen und habe mir dann von Garnier Ultra Dry intensiven Schutz geholt. 48 Stunden, gut, wer probiert das wirklich aus 48 Stunden? Ich finde, das ist immer so ein bisschen übertrieben. Aber ich weiß, dass ich den vor Jahren schon mal ausprobiert habe und den fand ich nicht so gut. Und jetzt muss ich sagen, bis jetzt, toi toi toi, hat er wirklich gut funktioniert und auch der Duft ist super angenehm. Dann fällt mir hier schon die Kernseife auf den Fuß. Ich habe nämlich nach langem, wirklich nach langem, mal wieder eine Haushaltskernseife geholt, denn ich finde einfach, mit Kernseife kriegt man so viele Sachen raus. Total simpel, total langweilig, es spricht auch verpackungstechnisch überhaupt nicht an, aber der Preis ist natürlich unschlagbar und auch die Wirkung. Ihr müsst mal bei Pinterest oder allgemein googeln, was ihr mit Kernseife alles erreichen könnt. Da schlackern euch die Öhrchen, meine Lieben. Dann ist für Mutti auch mal wieder was mitgekommen und ich bin wirklich total begeistert. Sieht jetzt schon so ein bisschen schmierig aus, weil es ist ja natürlich seit Wochen quasi schon in Gebrauch. Das war ein Angebot und zwar von L'Oreal Perfect Match. Hautton anpassendes Make-up verschmilzt perfekt mit der Farbe und Struktur ihrer Haut. Und das unterstreiche ich. Also ich muss sagen, das hat wirklich einwandfrei funktioniert. Ich habe sogar extra für euch noch nicht auseinandergefriemelt. Da ist nämlich noch ein Concealer bei gewesen. Und der Deckel ist verloren gegangen, dank Motte natürlich. Und deswegen habe ich es immer so benutzt, damit es halt für euch jetzt quasi noch schön aussieht. Ich finde es wirklich sehr gut. Ich habe es auch heute wieder drauf. Das macht so einen richtig schönen Glow und ist so ganz leicht auf der Haut. Ich mag das ja nicht, wenn das immer so, ja, cakey-mäßig aussieht. Also bin ich sehr, sehr begeistert, muss ich wirklich sagen. Und ich habe da die Farbe, das wäre vielleicht auch ganz interessant. Der Concealer hat Rose Ivory und das Make-up hat Vanilla, ist die Farbe. Vanilla. Dann habe ich nochmal ein Sprühdeo mitgenommen, habe ich sonst immer Dove gehabt, aber irgendwie konnte ich das auch nicht mehr riechen und habe mich dann mal wieder für Nivea Fresh Natural entschieden. Das ist auch das, was ich als Deo-Roller hatte, weil ich das vom Geruch her am besten finde. Und manchmal, wenn es schnell gehen muss, finde ich halt so ein Sprühdeo auch einfach super praktisch. Ein neues Haaröl habe ich gebraucht, das habe ich mir auch gekauft. Ich wollte eigentlich mein altes, was ich auch schon standardmäßig immer benutze, wiederholen. Von Garnier ist das, glaube ich, gewesen, dieses ganz kleine. Das hat 5 Euro gekostet. Ich liebe den Duft und auch die Wirkung. Aber Balea hat mich einfach mehr angesprochen. Öl Repair Intensive Haaröl. Ich finde, das riecht so ein bisschen nach Macadamiaöl und eigentlich bin ich gar nicht so ein Fan, was sowas angeht, aber ich habe gedacht, komm, extrem strapaziertes und trockenes Haar, wenn das nicht hilft, was soll sonst helfen? Ich habe es bis heute noch nicht ausprobiert, obwohl es schon seit Wochen da liegt. Mal gucken, ich werde euch berichten. Dann nachgekauft, ja, nachgekauft von AOC, Sesampeeling, Mischhaut und unreine Haut, verfeinert das Hautbild und wirkt gegen Unreinheiten. Und ich sage ja nachgekauft, weil ich bin total der Fan davon. Das ist ganz fein, also wirklich sehr, sehr fein. Also ich habe nicht das Gefühl, ich schubber mir das ganze Gesicht vom Kopf. Ist ideal bei zu glänzendem Teint und zu Unreinheiten neigender Haut. Und ich sage es euch, das ist momentan sowieso der Fall der Fälle. Denn ich habe jetzt seit über 3 Jahren meine Menstruation wieder bekommen und dementsprechend meine Haut, die rebelliert. Also ich kriege Pickel an Stellen, ich wusste gar nicht, dass man da Pickel kriegen kann. Also es ist unfassbar. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich wieder zu so einem Gesichtspeeling gegriffen habe. Und wenn, wie gesagt, nämlich das hier, weil davon bin ich auf jeden Fall preis-leistungstechnisch auf jeden Fall
begeistert. Dann habe ich mitgenommen, fand ich super praktisch, von Balea. Da habe ich auch einmal, seht ihr, dann kann ich euch das gleich zusammen zeigen, super. Einmal Hygienehandgel, das steht bei uns immer zu Hause rum, da brauche ich auch nicht viel zu sagen. Aber, dass es das jetzt auch in Form von Tüchern gibt, finde ich richtig gut für hygienisch saubere Hände, auch unterwegs. Mega praktisch, antibakteriell. Ich bin so ein, ich weiß, das ist nicht immer richtig, aber ich bin einfach so ein Hygienereinigungstuch. Feti, Einkaufswagen, auch gerade wenn ich mit Motte unterwegs bin, in dieser Erkältungszeit, wenn jeder Hans und Franz um dich herum und alles so voll keucht. Ich meine, wir können ja nichts dafür, ne? Aber man kann es natürlich auch vermeiden. Und deswegen, ja, bin ich die Mama, die dann immer mal schnell über den Einkaufswagen wischt. Ich dachte, ich mache das nur im Säuglingsalter, aber nein, ich mache es jetzt immer noch. In der Erkältungszeit auf jeden Fall. Ansonsten sind Bakterien natürlich auch was Feines auf eine gewisse Art und Weise. Und zu guter Letzt, und dann habt ihr es auch geschafft, habe ich mir eine Maske gekauft. Und zwar von Garnier, die Skin Active Maske. Das hat mir nämlich meine Großcousine empfohlen. Als die hier war, hat die nämlich gesagt, das ist mega praktisch. Anti-Pickel-Thermomaske, reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam. Mit dieser komischen Salicylsäure, ne? Ihr wisst, wovon ich spreche, ich kann es nur nicht aussprechen. Und Zink. Und sie sagt, die ist so cool, weil das erwärmt richtig das Gesicht und öffnet danach die Poren. Und da habe ich gedacht, ja, das brauche ich jetzt auf jeden Fall für mein Gesicht und werde das mal ausprobieren. Leute, ihr habt es geschafft, ich habe es geschafft, das ist so ein richtiger Seelenfrieden gerade. Jetzt kann ich alles schön genüsslich in die Schränke verräumen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und es war vielleicht der ein oder andere Tipp mit dabei. Was ich mir von euch wünsche, schreibt mir in die Kommentare eure drei Top-Favoriten von DM und da werde ich dann beim nächsten Rundgang so ein bisschen mit schnökern und drauf achten. Macht euch einen schönen Tag heute, das werden wir jetzt auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!